Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Ich bin gerade dabei, Weihnachtsgeschenke einzupacken. Und als ich jetzt schon hier die ersten Sachen eingepackt habe, dachte ich mir, ich nehme dich doch einfach mit, während ich jetzt hier so ein paar Geschenke einpacke und zeig dir das jetzt einfach. Bin ein bisschen spät drauf gekommen, weil da habe ich jetzt hier schon was eingepackt. Rate mal, was glaubst du, könnte hier drinnen sein? Es ist hier oben so ein bisschen schmäler und hier unten fest, sehr flüssig. Ja, gibt es zwei davon. Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Am Schluss des Videos werde ich es dann auflösen. Und hier, das ist sehr weich. Also hier gibt es auch so einzelne Stückchen da drinnen. Was könnte das sein? Es ist auch schwer. Schreibt mir gerne deine Vermutung in die Kommentare. Ich gebe noch einen Tipp. Meine etwas verfressene Haflingerstute Escada würde sich sehr darüber freuen. So, und jetzt sitze ich gerade vor dem Problem, wie packe ich denn jetzt dieses Halfter am besten ein, damit es auch nicht so kacke aussieht. Kleiner Spoiler und Disclaimer vorweg, ich bin richtig schlecht beim Einpacken. Also meine Sachen schauen meistens nicht so gut aus. Ja, ob das jetzt so gut ist, dass ich das jetzt so zusammenquetsche. So, ich versuche jetzt, wie kann man denn ein Halfter am besten verpacken? Ich versuche das jetzt hier so zuzumachen. Und zu schauen, ja, das würde eigentlich gehen. Das würde eigentlich ganz gut passen. Deswegen werde ich das jetzt hier einfach so zumachen. Und ich muss auf jeden Fall auch auf die Uhr sehen, weil in einer Stunde die Post dann auch zumacht. Und ich weiß, dass zu einer gewissen Zeit der Postler auch vorbeikommt und die ganze Post von der Postfiliale abholt. Und deswegen muss ich schauen, dass ich da davor auf jeden Fall schon in der Postfiliale bin und das Paket abgegeben habe, damit das auch rechtzeitig ankommt. Ich schicke das an eine Freundin in Deutschland. Und deswegen hoffe ich, dass das noch pünktlich ankommt. In einer Woche ist Weihnachten, deswegen, man weiß ja nie. Die Leute bei der Post beneide ich momentan nicht, weil ich glaube, die haben jetzt so richtig viel zu tun. Da ist wirklich die Hochsaison, glaube ich. So, und hier sehen Sie, meine Damen und Herren, wie ich nicht so schön hier einpacken kann. Ja. Wenn du einen anderen Trick hast oder andere Methoden hast, schreib mir das auch sehr gerne. Ich schaue mir auch super gerne auf TikTok oder auf Instagram, schaue mir mega gerne so Leute an, die so richtig schön Pakete einpacken, weil ich kann das nicht. Ich speichere mir dann auch immer diese ganzen Beiträge. Aber ich mache es halt dann einfach nicht. Ich packe jedes Jahr gleich die Geschenke blöd ein. Also richtig schön werden die jetzt nicht. So, andere Seite. Und vor allem, man kann dann sofort auch erkennen, was eigentlich in diesem Paket hier drinnen ist. Weil es klimpert schon so. Also da weiß man ganz genau, okay, da ist ein Halfter drinnen. Und ich sage dir, das ist etwas, worüber ich mich immer freue. Also Halfter geht immer. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was so auf deiner Weihnachtswunschliste steht. Was du gerne hättest. Vielleicht auch ein bisschen was Pferdiges. So, hier ist das Halfter drinnen. Man hört's. So, jetzt brauche ich wieder neues Geschenkspapier. Da habe ich hier auf jeden Fall noch was. Passt natürlich dazu mit den Einhörnern. Ich habe dieses Geschenkspapier auch schon mal verwendet. Und zwar in einem Video. Weißt du, welches Video das war? Dann schreib mir das in die Kommentare. Ich glaube, es war auch letztes Jahr, glaube ich, oder? So, wie packe ich jetzt diesen Strick hier am besten ein? Das Bodenarbeitsseil. So. So am besten, oder? So, und dann probieren wir das einfach so zuzumachen und zu hoffen, dass das alles gut hier hineinpasst. Auch seitlich ein bisschen zu quetschen. Das Etikett mache ich jetzt nicht ab, damit man sieht, dass es auch ein neuer Strick ist, dass ich den nicht schon irgendwo verwendet habe. So ein Baumwoll-Bodenarbeitsstrick. Ich liebe ja Bodenarbeit. Ich bin für sowas halt super empfänglich und mag es total gerne. Und habe mir übrigens extra auch von diesem Klebeband, habe ich mir jetzt so ein ganz cooles Teil noch rundherum gekauft, was rosa ist und so ganz klein für den Finger, damit man das so leichter abziehen kann. Ich habe es gestern gekauft, das Teil. Dreimal darfst du raten, wo es ist. Nicht hier
Ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt hingegeben habe. Jetzt mache ich einfach das nur mit dieser Rolle, ohne irgendwas. So, jetzt muss ich schauen, dass ich das alles ausgehe. So, ein bisschen quetschen. Ich fürchte, es wird nicht so schön. Ich hoffe, meine Freundin, die das alles bekommt, zeigt das dann nicht so genau, wie das, oder schaut nicht so genau, wie das eingepackt wurde. Und hat ein bisschen Verständnis für meine Einpackkünste. Ich denke mir immer, wenn es nicht so schön eingepackt ist, mache ich dann danach noch so ein kleines Band drumherum. Dann sieht es so ein bisschen besser aus. So. Ich freue mich am meisten über Geschenke, die in so einem Pferd... Oh, jetzt habe ich es gerade ein bisschen eingerissen. Sieht man das? Nein, das ist wieder unten. Wieder mal ein Fail. So, ich quetsche und quetsche. Ich freue mich am meisten über Geschenke, die im Pferdegeschenkspapier kommen. Ich weiß, dass meine Freundin eigentlich nicht so der rosa-lila-Fan ist, sondern sie mag eher so dunklere Farben lieber. Aber ich habe jetzt extra nachgesehen. Ich habe sehr viel Geschenkspapier da. Aber zu 99% ist es rosa, lila, kindisch, hat Pferde drauf. Und sonst habe ich noch so Star Wars Geschenkspapier für meinen Freund. Das war's. So. Mit Liebe hier reinquetschen. So, und jetzt wäre, weißt du, was echt toll wäre, wenn jetzt hier noch eine zweite Person wäre, die mir jetzt noch diese Klebestreifen abziehen würde. Das wäre toll. Ab und zu bin ich auch im Strebermodus und bereite das vorher vor. Aber wie man sieht, jetzt bin ich es gerade nicht. So, das war jetzt ein bisschen viel Klebeband. Meine Mutter sagt immer so, ja, dass ich dann immer so super viel Klebeband verwende. Das fällt immer auf. Ja, aber das muss jetzt auch wirklich halten, wenn das jetzt aufgeht. Sicher ist sicher. So. Ja. Ich mache dann auf jeden Fall noch so ein paar Bändchen drüber, dann sieht das besser aus. Aber ich muss auf jeden Fall auf die Uhr schauen, weil ich darf nicht vergessen, ich muss jetzt bald fahren. Ich muss dann bald zur Post. Dann haben wir hier noch so eine Wurzelbürste. Machen wir auch einen. Ich liebe den Vlog-Kanal, weil ich momentan so super, super viele Sachen da online stelle und einfach alles Mögliche, worauf ich Lust habe und da jetzt gar nicht besonders drauf achte, wie das Video jetzt ist oder sowas, sondern einfach mache. Macht mir auch richtig Spaß und ich freue mich auch, dass es da voll viele gibt, die das trotzdem ansehen, obwohl das hier so mega chaotisch ist und obwohl hier so random Zeugs kommt. Da habe ich echt eine Freude mit. Genauso auch liebe Grüße an alle, die meinen Podcast hören. Das finde ich auch richtig cool. Aber alle, die meinen Podcast hören, die erkenne ich sofort, weil die mir auch dann ihre Codewörter, dann die einzelnen Codewörter, die ich in die einzelnen Episoden hineinpacke, die bekomme ich immer wieder geschickt. Und dann weiß ich genau, ah, du gehörst zur Podcast-Army. Richtig gut. So. Klebestreifen drauf. Übrigens, das heißt bei uns Tixo. Und ich glaube, in Deutschland heißt das Tesa oder so. Oder zumindest diese Firma heißt so. So. Ich glaube, da habe ich jetzt einfach zu wenig Papier genommen. Oh. Oh nein. Oh nein. Es sieht richtig hässlich aus. Und was ich auch immer mache, ist eigentlich, dass ich das hier, das Papier so ein bisschen hier umbiege, damit das hier so ein bisschen schöner aussieht da am Rand. Ich zeige dir das gleich. Aber dafür habe ich jetzt leider gerade so ein bisschen zu wenig Paper. Okay. Schau mal, ich biege das normalerweise immer hier so um. Dann sieht das irgendwie so ein bisschen netter aus. Aber das hat hier nicht so gereicht, aber das ist eh alles hier so durcheinander, also egal. Also, wie du siehst, ich verpacke viel Pferdekrams, weil es an eine Freundin geht, die auch Pferde hat und von der ich weiß, dass die sich über dieses Pferdekrams und Pferdezeugs freuen wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, nichts leichter als das. Das Shoppen dafür ist mir besonders schwer gefallen, nicht, weil ich sowas ja an sich schon mega gut finde. Ich habe natürlich dann auch so ein paar Sachen für mich gekauft. Das war ganz nett. Und so, hier ist diese Bürste drinnen. Ich habe hier noch so ein kleineres, was ich so ein bisschen recyceln könnte. Das gibt es hier.
diese Paste. Yes. So, ein bisschen nachhaltiger. Einfach mal noch ein anderes Papier nehmen, was ich schon mal verwendet hatte. Aber Pferdegeschenkspapier findet man seltener, finde ich. Also das gibt es nicht so häufig. Wenn ich was sehe, landet es immer in meinem Weihnachtskorb. Und als meine Mutter mir letztens geholfen hat, hier so ein bisschen meine Wohnung so ein bisschen ordentlicher zu bekommen, hat sie dann auch gesagt, Anita, du hast ein kleines Problem, du solltest wirklich mal aufhören, immer so viel Geschenkspapier zu kaufen. Ich liebe es, Geschenkspapier zu kaufen. Ich habe extremst viel zu Hause. Und jetzt muss ich einfach schauen, dass ich mich da so ein bisschen mehr zurückhalte. So. Da machen wir so ein kleines Bändchen noch drumherum. Hätte ich mir jetzt mal spontan gedacht. So ein bisschen Weihnachtsmusik wäre jetzt auch noch ganz nett. So ein bisschen Weihnachtsmusik noch im Hintergrund. Und was ich auch super gerne mag, sind so Duftkerzen, die so ein bisschen weihnachtlicher riechen. Finde ich ganz schön. So, hier noch so ein bisschen Lavende rein. Gut. Könnte schöner sein. Ja, egal, bevor ich das jetzt noch mehr kaputt mache. Da ist die nächste Bürste drinnen. Gut, dann, was habe ich hier noch? Dann haben wir noch eine Bürste. Bürsten Paradise. Ich habe Angst, dass ich irgendwie noch was vergesse. Das. Und war es das jetzt schon eigentlich? Das Ganze kommt dann jetzt hier noch in einen Karton. Da muss ich auch noch schauen, dass der so cool wie möglich aussieht. Oh. Passiert dir das auch öfters oder passiert nur mir das? Der Fail Queen. Nee, das passt sogar wunderbar. So, habe ich da den Preis weggemacht? Natürlich nicht. Oder warte mal, kriege ich das mit den Fingern weg? Ich finde so Preise an den Geschenken immer so ein bisschen peinlich. Ja, das klappt natürlich mal nicht. Deswegen schneide ich das ab. Falls ihr das interessiert, das hat 7,99 gekostet, also 8 Euro. Und das ist ja jetzt auch ein bisschen ein Fail. So. Behoben das Problem. Also ich bastle schon sehr gerne, aber nur wenn es schnell geht und wenn man dafür kein Talent braucht. Wenn man dafür einfach nichts können muss und es super einfach ist, aber danach mega schön ist, dann bin ich sehr gerne beim Basteln dabei. Sonst nicht. So, machen wir zuerst einmal hier das Ende zu. Ich habe jetzt neuerdings einen mega Ohrwurm. Und zwar liebe ich das Weihnachtslied von Katy Perry. Kennst du das? Als ich gestern mit meiner Freundin shoppen war, habe ich gestern ein Shirt gesehen, wo dieser Refrain drauf gestanden ist von diesem Weihnachtslied. Das ist vor, ich glaube, 2 Jahren oder sowas rausgekommen. Und seitdem, ich habe den Refrain-Text gelesen, den Liedtext auf diesem Shirt, und seitdem habe ich einen Ohrwurm. Es ist so ein schönes Lied, müsst ihr auf jeden Fall mal googeln. Falls ich nicht vergesse, packe ich das jetzt auch in die Infobox rein, den Link, dann musst du dir das auf jeden Fall mal anhören. Das ist mein diesjähriger Weihnachtssong. Und sonst bin ich auf Weihnachtssong-mäßig, mag ich total gerne so ganz alte Sachen, so jazzige oder soulige Sachen, finde ich eigentlich ganz schön. Also Last Christmas und dieses All I Want for Christmas, ich habe es halt leider schon sehr ausgehört. Das mache ich nicht so gerne. Also das würde ich jetzt privat selbst nicht hören. Und wenn wir dann zu Hause dann unser Weihnachten haben, gemeinsam mit meiner Family, dann gibt es nicht so eine Musik. Also dann gibt es eher so was Ruhiges. Und ja, finde ich schöner. Oder so ganz alte Nummern. Oder irgendwelche Michael Bublé Sachen oder so. Finde ich eigentlich auch ganz nett.
Da kommt für mich irgendwie so ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung auf. Und dann Weihnachtsfilme schauen. Also meine Freundin wird hundertprozentig nicht erkennen und erraten, was hier drinnen ist. Da werde ich zu ihr sagen, sie muss mir auf jeden Fall sagen, was sie glaubt, was hier drinnen ist. Gut, dann hätten wir jetzt mal die Geschenke hier so verpackt. Aber, was natürlich dann auch wichtig ist, ist noch so ein Bändchen, damit das hier so ein bisschen schöner aussieht. Zumindest auch mal hier, da ist ja das Half da drinnen. Leute, wenn ihr die Geschenke aufmacht, und das ist so ein Geräusch. Warte, jetzt genau, jetzt kommt's nicht. Jetzt war's. Das. Dann wisst ihr, ja, es ist ein Halfter. Und jetzt packen wir hier noch so eine Schnürchen drum. Ich habe auch nie eine Ahnung, wie viel. Deswegen ist es immer ein Probieren. So. Ich hatte einmal zu Weihnachten, hatte ich mal Freunde hier bei mir zu Hause. Ich glaube, es war eine Nacht, der letzte Abend vor Weihnachten, am 23. Und die haben mir netterweise geholfen, meine Weihnachtsgeschenke einzupacken, weil ich natürlich wieder der mega Last-Minute-Hero war. Und so wird es auch dieses Jahr sein, dass ich super kurzfristig dann noch schnell vorher die Weihnachtsgeschenke einpacken werde. Ich bin geschenkemäßig schon ganz gut dabei. So, das schaut leider richtig blöd aus. Wie mache ich denn das? Ein kleineres. So. Und dann machen wir die noch so ein bisschen. Wahrscheinlich die ganzen, die sich so richtig gut auskennen mit Verpacken, werden die Hände über den Kopf schlagen und sie da denken so, oh mein Gott, was macht sie? Ja, sorry Leute. Ich werde, glaube ich, niemals beim Weihnachtsmann anfangen können. Als Geschenkeverpackerin. Und stell dir mal vor, du bist so in einem Geschäft. Bist du jetzt einfach so? Da gibt es ja Leute, die dann auch, also Mitarbeiter, die halt dann auch die Geschenke der Kunden einpacken. Da glaube ich, würden die Leute, die Kunden dann sagen, so, na, bevor die Anita das für mich einpackt, packe ich es lieber selbst zu Hause ein. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber die Blicke der Leute würde ich dann gerne sehen, weil die freuen sich schon voll, haben irgendwas Tolles gekauft, zum Beispiel halt in irgendeinem Spielzeuggeschäft, kann man sie ja dann auch so einpacken lassen. Und dann haben sie irgendwas Cooles gekauft und dann bekommen sie das Geschenk so richtig hässlich eingepackt. Das fände ich auch lustig. Das muss ich auf jeden Fall auch noch mit so einem Bändchen machen. Meine Schwester zum Beispiel, oder meine beiden Schwestern, die sind so kreativ, was das Einpacken anbelangt. Die nehmen sich dafür halt richtig viel Zeit und machen das so richtig schön. Und dafür beneide ich sie. Also die Geschenke schauen auch immer sehr, sehr schön verpackt aus. Im Gegensatz zu meinen. Also meine sind ja dann immer so. Bei meinen ist das Geschenkspapier halt schöner, finde ich. Und bei ihren Geschenken ist es, also die haben es einfach mit mehr Liebe dann eingepackt. Und ich finde, Geschenkspapier oder generell das Einpacken, die Verpackung von manchen Sachen, ist schon wichtig. Wenn du zum Beispiel daran denkst, wenn du eine Arbeit auf der Uni abgibst oder auf der Uni zum Beispiel, da kannst du zum Beispiel einfach nur einen Zettel abgeben, in so einen Wisch, oder du kannst es in eine richtig schöne, teuer aussehende Mappe hineinpacken. Die Verpackung macht schon einiges aus. Nur, ob das jetzt hier so viel ausmacht, ich weiß es nicht. Na gut, das Ganze packe ich jetzt noch in eine Schachtel. Übrigens habe ich mir letztens so eine Masche gekauft. Da dachte ich, da könnte ich das Ganze hier auf mein fettes Einhorn, was ich da gekauft habe, hier so eine fette Masche noch drauf packen. Und schenke es mir dann selber. Ich liebe solche großen Maschen, ist nicht schön. Ja, ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Ich werde das Ganze jetzt hier noch in eine Schachtel hineinpacken und dann gleich zur Post bringen. Post macht bald zu. Danke fürs Zuschauen. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Und wenn du mehr solche Videos mal sehen möchtest, schreib mir das auch gerne in die Kommentare. Mal was anderes. Kostenlos abonnieren nicht vergessen und bis dann. Tschüss, Leute.